So, mein Moin, ihr befindet euch nun auf einer neuen Videoreihe von mir und diese Videoreihe nennt sich Newsflash. Mir ist aufgefallen, dass in der Vergangenheit leider Themen untergegangen sind und manche Themen erst viel zu spät gekommen sind. Und dann dachte ich mir, das war doch früher ganz anders. Und dann stellt sich die Frage, warum sollte man nicht auch den alten Stil zusätzlich anbieten? Und das dann natürlich mit dem Ziel, euch besser, umfangreicher und schneller zu informieren. Und ich würde vorschlagen, wir gehen auch direkt in den Newsflash. Der YouTuber Gronkh hat in seinem letzten Livestream darüber gesprochen, dass er kurz davor war, alles zu verlieren. Ich werde mich immer zugunsten der Zuschauer, immer zugunsten der Community entscheiden. So, das habe ich gesagt und das habe ich auch gemacht. Das habe ich bisher gemacht, auch wenn viele manche Entscheidungen nicht verstehen konnten, weil sie vielleicht Prozesse dahinter nicht verstehen oder weil Leute nicht unbedingt wissen, was im Hintergrund passiert, im Background, ja, was da vor sich gegangen ist, wie man von manchen Leuten behandelt wurde, wie wir auf dem Roadtrip waren. Wir waren ja auf dem Roadtrip. Und wir wurden quasi, also ich habe das versucht von Tati ein bisschen wegzuhalten, da wurde versucht, Psychospielchen zu spielen, mich unter Druck zu setzen mit Psychospielchen, damit ich gewisse Verträge unterschreibe und so weiter. Es sind Sachen gelaufen, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und meine Sache ist, das Einzige, was ich machen will, ich will einfach nur Gronkh sein dürfen. Das ist das Einzige, was ich wirklich machen will. Und das ist das, was ich weitermachen will. Und wenn mir das jemand versauen will, ich weiß nicht, ob ich dann immer meine Fresse halten werde. Und wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, versuch da mal fröhlich aufzunehmen. Wenn du die ganze Zeit psychologisch bombardiert wirst und fertig gemacht wirst und bla, mit Lügen, Lügen, Lügen. Hinterher hat sich alles, hat alles nicht gestimmt. Alles war nur ein großer Haufen Bullshit. Hätte ich mich darauf eingelassen, hätte ich jetzt gar nichts mehr. Keine Rechte an gar nichts. Und das wurde nicht nur einmal probiert, es wurde auch mehrfach probiert. Und darüber hinaus hat er auch gesagt, dass es ihm durch diese gesamte Situation schwer gefallen ist, unbefangen Videos zu machen. Das Ganze hört sich jedenfalls sehr extrem an. Man könnte den Eindruck bekommen, dass er kurz davor gewesen ist, die Rechte an seinem Kanal, vielleicht auch die Rechte an seinem Namen zu verlieren. Er hat ja davon gesprochen, dass sein Anwalt zu ihm sagte, wenn er das unterschreibt, dann hat er nichts mehr. Dass da was brodelte, konnte man tatsächlich erahnen. Er hat ja auch schon bereits in einem Let's Rutsch Video davon gesprochen, dass intern Dinge vorgefallen sind, die ganz schlimm wären. Er sieht sich hier jedenfalls in einem Konflikt mit seiner öffentlichen Person, denn er möchte diese Auseinandersetzungen nicht, wie er selber sagt, auf dem Rücken seiner eigenen Community führen. Von daher verzichtet er auch darauf, konkrete Namen zu nennen. Er sagt sinngemäß dazu, dass wenn andere Leute auf ihn draufhauen, dann möchte er auch nicht selber auch draufhauen. Aber auf der anderen Seite muss es ja dann doch irgendwie raus. Er sagt auch, er will auch nicht immer alles in sich hineinfressen, selbst wenn er es tut. Gronkh selber sieht sich hier in einem gewissen Dilemma. Anscheinend war das zuletzt wohl eine ganz gefährliche Angelegenheit. Und das Ganze soll sich tatsächlich im letzten Jahr zugespitzt haben. So, und das war der Newsflash und ich wünsche euch noch was.